Hallo ihr lieben Mäuse da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hitman Absolution. Ja, ich muss sagen, wir haben hier ein kleines Problemchen. Denn, um genau zu sein, ich muss hier jetzt drei Leute killen und ich weiß aber nicht genau, wie ich das anstellen soll. Ich bin mir da leider nicht so ganz im Klaren, wie ich das tun soll. Drei Leute muss ich killen. So. Ich muss mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen, was ich alles tun kann. Achso, okay. Kann ich mich nur verstecken? Das ist nichts. So, wo geht denn der jetzt zum Beispiel hin? Der eine da hinten. Der fällt mir gerade ein bisschen auf. Der geht da irgendwo hoch. Irgendwelche Stufen. Wahrscheinlich eh die, die da vorne sind. Dann geht er da irgendwo runter. Okay, da dürften aber keine Wachleute sein oder sowas. Scheint mir so. Gar keiner anscheinend. Oder wie sehe ich das? Ist es natürlich ein bisschen... Ach so, der geht da einfach im Kreis herum. Nee, okay, das bringt mir gar nichts. Das bringt mir gar nichts hier. Ist natürlich jetzt ein Problem, ne? Ich weiß aber nicht, wie ich das Ganze machen soll. Ich weiß nicht. Erstmal weg. So, ich verkleide mich mal. What the fuck? Ach du Scheiße. Ein Chipmunk. Ich bin ein Chipmunk. Ach du Scheiße. Okay, Moment. Meinem Boss ist das egal. Hier unten eine Menge cooles Zeug. Ich könnte ein paar Waffen gebrauchen. Habt ihr was am Laufen? So, okay. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das am besten machen sollte. Ist mir jetzt auch vollkommen egal, um ehrlich zu sein. So habe ich jetzt wenigstens einen weniger von denen. So, okay. Den hier schleppe ich auch mal weg. Wenigstens einer weniger. Jetzt muss ich noch die anderen beiden loswerden. Was? Verstärkung ist da? Ach so Scheiße, nein, oder? Okay. Das war also nicht gut. Das kann ich gleich wieder vergessen. Muss ich also alles wieder von vorn machen. Das war nicht gut, dass ich da...
Ich weiß, wie ich es am besten mache. Ich muss vor den Typen, vor diesen einen Typen, muss ich auf jeden Fall zu dem Wachmann, der da unten ist, und muss den erstmal umbringen. Dann kann ich den verstecken und dann kann ich abwarten, bis der andere kommt. Und wenn der dann unten ist, kann ich den in aller Ruhe ausschalten, ohne dass mir irgendwas passiert. So, da muss ich allerdings schnell sein. Ich darf allerdings nicht rennen. Also ich darf hier nicht auflegen oder sowas. Und ich muss das wirklich so machen, dass es überhaupt nicht auffällt. So. Okay. Ach so, ich darf da gar nicht durch. Interessant, mit dem Aufzug darf ich da gar nicht durch. Scheiße. Okay, nochmal von vorn. Okay, dann muss ich anscheinend versuchen, irgendwie anderweitig ein Polizisten-Ding zu bekommen, ein Polizisten-Outfit. Vielleicht macht er sowieso seinen Rundgang, wer weiß. Vielleicht macht er nur seinen Rundgang irgendwann und dreht sich wieder um, dann kann ich den nämlich von hinten erledigen. Dann geht der andere dabei vorbei. Dann, ja, es könnte vielleicht funktionieren. Mal schauen. Ich muss nur abwarten, bis sich der umdreht und in den hinteren Bereich geht. Dann könnte das was werden. Es ist halt nur blöd, dass ich die Polizeiuniform nicht angelassen habe. Das war vielleicht ein bisschen doof von mir. Aber ich werde hier schon irgendwie einen Weg finden, daran vorbeizukommen. So, das ist halt echt ein bisschen ungewöhnlich, dass der da steht. Ich weiß halt leider nicht genau, wie ich da sonst runterkommen würde. Und ich warte drauf, dass der sich umdreht, der Bulle. Ich warte nur drauf, dass der sich umdreht. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich hoffe, der dreht sich um. Ah, scheiße, der kommt gerade schon wieder. Das ist nicht gut. Der kommt gerade wieder. Moment mal, wo läuft der eigentlich lang? Und ist das dasselbe? Da läuft er noch hin? Interessant. Der läuft da hin? Oh, hoppala. Okay, da darf ich auch nicht durch. Scheiße. Okay, ich hätte anscheinend wirklich das Polizisten-Outfit anlassen sollen. Das Problem ist halt nur, wie bekomme ich jetzt ein Polizisten-Outfit? Wie bekomme ich jetzt ein Polizisten-Outfit am schnellsten her? Gibt es einen anderen Weg darunter? Das ist halt genau das Fragliche. Ich weiß nicht, ob es da einen anderen Weg darunter gibt. So. Hebel ziehen. Wenn der den jetzt erledigt. Ach scheiße, okay, ich zähle jetzt von 10 rückwärts. 10, 9, 8, 7. Ach scheiße, vergiss es, ich habe einen Tisch im Blick. Warte mal, warte, wo willst denn du hin? Scheiße! So, ah, verdammt! Verdammte Scheiße! Uah. Da biegt gerade etwas an meinen... Alles okay. Weiter
Gut. Der hat mich nicht entdeckt. Okay. So. Okay. Man sucht mich, glaube ich. Was mir aber relativ egal ist, weil Hauptsache ich habe jetzt mal den einen erledigt. Hauptsache den. So. Okay. Ich habe immer noch kein Polizisten-Outfit. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Ich habe immer noch kein Polizisten-Outfit. So, dann komme ich wahrscheinlich auch nicht durch, ne? Oder? Nein, natürlich nicht. Okay. Komme ich auch nicht durch. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Sache hier. Ich habe kein Polizisten-Outfit, mit dem ich da irgendwie was deichseln könnte. Wobei, die müssen ja eigentlich auch andere Wege gehen. Also von da an glaube ich mal, dass ich die sicher auch noch anders ausschalten könnte. Oder Moment mal. Hey, wo geht's denn da runter? Hab ich da was? Achso, hoppala, okay, na, das ist nur eine Sackgasse. Ist hier natürlich... Ach nee, jetzt läuft er auch noch mit der Waffe rum, oder was? Was ist da los? Okay. Es ist natürlich jetzt eine zwielichte Sache hier, ne? Die haben mich, glaube ich, irgendwie... Die suchen nach mir. So, ich muss nur gucken, wo der überall lang läuft, dass ich weiß, wo ich den am besten erledigen kann. Weil dann ist das der zweite, den ich erledige. Es ist halt nur fraglich, wo der lang läuft. Überall. Ich folge den mal. Ich weiß nicht, wo der langläuft. Ich versuche ihn einfach mal zu verfolgen und mal herauszufinden, wo er hinrennt. Dann kann ich den, wenn er in irgendein Versteck reinrennt, dann kann ich den vielleicht im Versteck dann erledigen. Okay. Wo läufst du hin, Junge? Schon wieder woanders hin. Der läuft wahrscheinlich immer denselben Weg ab, ja. Genau, ja. Der läuft immer denselben Weg anscheinend. Das bringt mir nicht wirklich was. Wenn der ständig denselben Weg läuft, das bringt mir nichts. Vielleicht gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, den umzubringen. Nicht in der Menge, sondern irgendwie anderweitig. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Dass ich nicht weiß. Da irgendwo ein Messer aufnehmen oder sowas? Ist da irgendwo ein Messer?
dass ich denen das einfach reinjagen kann in den Kopf. Aber ich glaube, das würde zu auffällig sein. Das würde zu auffällig sein wahrscheinlich. Ja, der rennt mir immer. Der rennt mir immer in die gleiche Richtung. Das bringt mir nichts. Muss schauen, dass ich das anders löse. Ja, eigentlich steht er da ganz allein. Steht er anscheinend ganz allein da hinten. Scheint mir so. Wie ich den erledigen kann. Ja, schon mal nicht schlecht. Wunderbar. Okay. So, jetzt muss ich nur schauen, wo ich den am besten verstecken kann. Hier, genau. Hier kann ich den loswerden. Der zweite ist weg. So. Okay. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich den anderen erledigen kann. Der andere läuft dann nämlich immer in die gleiche Richtung. Ich muss den aber auch noch irgendwie erledigen können. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie ich das am besten anstelle. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den abzulenken und von seinem Weg abzubringen, immer den gleichen Weg zu laufen? Ist da irgendwie eine Möglichkeit? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre es generell der falsche Plan, den ich da ausgeheckt habe. Jetzt habe ich quasi nur mehr den vor mir. Und den weiß ich aber nicht, wie ich den am besten ausschalte, weil er immer denselben Weg rennt. Läuft immer denselben Weg. Das ist nämlich echt ein bisschen blöd. Ich kann den ja auch nicht in dieser Menge erledigen. Das ist ja das Problem. Ich kann den in dieser Menge nicht eliminieren. Das wäre zu riskant. Ich würde alles aus dem Ruder geraten. Das kann ich mir auch nicht machen. Scheiße. Irgendwie eine Möglichkeit, ein Messer oder sowas zu kriegen. Dann jage ich dem einfach ein Messer in den Schädel. Obwohl es ziemlich auffällig wäre. Oder Moment. Warte mal. Messer, Volltreffer. Kann ich den Messer reinjagen? Es sei denn, Moment mal. Nein, ich kann den ja überhaupt vom Weg abbringen, indem ich den vielleicht... Indem ich den ablenke mit einer Flasche oder so. Ich kann nicht den ablenken mit einer Flasche. Ich nehme einfach irgendwo eine Flasche her oder so. Dann wird es doch sicher irgendwo eine Flasche geben, oder? Irgendwo gibt es sicher eine Flasche, die ich benutzen kann, um hier den werten Herrn von seinem Weg abzubringen. Ich bin auch ein Dämlack in dem Sinne. Ich habe das alles falsch getimed. Ich hätte das viel besser timen müssen. Ich hätte das viel besser organisieren können. So ist leider ziemlich viel schief gelaufen ist. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Was soll ich machen? Ja, das war natürlich klar. Das war mir klar, dass das schief geht.
Ja, gut. Ich musste tatsächlich irgendwie mit einer Flasche oder sowas erledigen. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Mit einer Flasche erledigen. Feuerlöscher gegen Schlaghammer. So, den einen habe ich. Was? Moment mal, wie habe ich. Warum habe ich dann nur einen, wenn ich nach der Tötung erst abgespeichert habe, wie gehen der Mist? Was zum. Oh, scheiße. Hoppala. Okay, Moment. Haha. Jetzt habe ich die Idee. Jetzt kann ich mich wenigstens als Polizist verkleiden. Aber das bringt mir eigentlich in dem Fall eigentlich eh nichts mehr. Natürlich nicht, okay. Geht gar nicht mehr. Gut. Das heißt, ich muss den irgendwie anderweitig erledigen. Moment, gibt es da einen Ziegelstein oder so? Oder gibt es da eine Flasche? Gibt es da irgendwie eine Flasche oder sowas, die ich benutzen kann? Scheiße, scheiße, scheiße. Holla! Verdammte Scheiße! Oh. Okay, gut, dass ich den das noch gesehen habe. Leck mich am Arsch. Frank Owens. Scheiße. Ah, verdammt. Ich habe mir gedacht, in dem Moment, wo der Typ kommt, verschwindet der Polizist, aber das ist leider nicht so. Das ist leider nicht der Fall. Das ist natürlich ein bisschen blöd hier. Verdammt, okay. Ja, Leute, ich werde mir das Ganze mal offscreen ansehen und dann gucken wir mal, wie ich da am besten weiterkomme. Bis gleich. Hallo! Willkommen zurück zu Hitman Absolution. So. Ich habe jetzt ein bisschen herausgefunden, wie das Ganze hier funktioniert. Dank dem neuen Kontrollpunkt komme ich hier ein bisschen besser zurecht, muss ich sagen. Ich habe sie angerufen.